Ich glaube, dass diese Wahl große Bedeutung hat und ich glaube, dass es im Moment nicht besonders gut um das politische Europa steht, weil wir den Aufstieg diverser radikaler Bewegungen gesehen haben. Ich mache mir Sorgen, was die Europawahl angeht. Das ist wieder nur eine Auseinandersetzung, die radikalen Antieuropäer gegen alle anderen wird. Das ist nämlich genau das, was diese Nationalisten wollen. Ich glaube, dass die Politik von der letzten 10 Jahre, die ja durchaus von Pro-Europäern gemacht worden ist, mit dazu beigetragen hat, dass Europa so unbeliebt geworden ist. Wir brauchen mehr Bundesstaatlichkeit und weniger Nationalstaatlichkeit. Und dazu muss es auch den Mut geben, bei den Mitgliedstaaten Souveränität abzugeben an die europäische Ebene. Historisch haben populistische Parlamente selten viel für das Klima tun können. Das heißt, wir brauchen ein Parlament, wo viele Menschen vertreten sind, die ehrlich Klimaschutz vorantreiben wollen. Weder die Marktradikalen noch die Rechtsradikalen haben was zu bieten für die Zukunft dieses Kontinentes. Deshalb baue ich darauf, dass die Kräfte des Sozialen und der Solidarität am Ende gestärkt werden oder am Ende stärker werden und den Kurs der Europäischen Union prägen.